Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die 47 Box von Ferro 47. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. 47 von Ferro 47, das Ganze am 13. Dezember erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Es ist eine schwarze Box, relativ flach, dafür relativ groß, also hoch. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. So, einmal hier einschneiden. Und dann kann es auch schon losgehen. So, wir haben hier eine schwarze Box in Hochglanzoptik. Hier lesen wir einmal riesengroß die 47. Einerseits Teil des Künstlernamens, andererseits der Release-Titel in Gold. Das Ganze hier dann noch in so einer mehr oder weniger Flammenoptik oder ja, als würde es irgendwie gerade verdampfen, die Schrift. Darunter haben wir den Künstler abgebildet, Ferro 47, mit zwei Pistolen, die hier von seinen Fingern geformt werden. So sieht das von der Seite aus, schwarz. Hier lesen wir nochmals Ferro 47 in Gold. Oben schwarz und links gibt es dann nochmal den Künstlernamen. Auf der Rückseite ebenfalls in Hochglanzoptik und glatt schwarz. Und hier unten haben wir dann noch die Beteiligten und einen Barcode. Jawohl. So, dann schauen wir mal hinein. Der Boxdeckel ist abnehmbar. Auch wenn es etwas streng geht, aber jetzt von innen in weiß. Und dann haben wir hier den Boxinhalt. Wir haben hier einmal eine unterschriebene Autogrammkarte. Dann haben wir das Album an sich. Einen Stickerbogen, recht ungewöhnlich, habe ich so auch noch nie gesehen. Also 6 Sticker hier mit drauf. Dann haben wir hier ein Poster. Und dann hier noch einen Gegenstand in Luftpolsterfolie eingepackt. Und auch hier die Unterseite in weiß. So, dann machen wir das Ganze mal wieder zu. Und kommen zum Inhalt. Wir starten wie immer mit dem Album an sich. Packen wir den Rest noch zur Seite. So. Es ist das Debütalbum von Ferro 47 von dem jungen Newcomer. Wir haben hier das Cover, wie auch schon auf der Box, nur etwas rangezoomt. Also wir haben hier dann wirklich nur den Kopf und etwa ja einen Teil der Schulter von Ferro zu sehen. Dahinter wieder die 47. Wie kommt es zu dieser Zahl? Der gute Mann, seine Familie, die stammt aus Mardin in der Türkei. Und die Türkei ist, so wie bei uns zum Beispiel die Postleitzahlen, gibt es dort Provinznummern. Und die 47 ist eben die Provinznummer von Mardin, daher die Zahl. So, auf der Seite lesen wir einmal Epic, das ist das Label Epic Records. Und dann haben wir hier wieder die 47. Und dann haben wir auf der Rückseite die Tracklist. 14 Stück an der Zahl. Und wir haben auch direkt unter den Tracks die Produzenten. Relativ ungewöhnlich, dass die hier direkt in der Tracklist erwähnt werden. Und wir haben hier kein einziges Feature. Das ist auch heftig. Also 14 Solo-Tracks. Dann haben wir unten links einen Barcode. Und dann schauen wir mal hinein. Das Ganze ist ein Digipack. Das ist das Booklet, das hier eigentlich in dieser Stecktasche beheimatet sein sollte. So, wir haben, okay, direkt auf der ersten Seite des Booklets kein reguläres Cover, sondern es beginnt hier gleich mit der Tracklist und den Produzenten. Dahinter wieder Ferro zu sehen. So sieht das dann aus. Also, die einzelnen Tracks hier durchnummeriert. Inklusive eben der Info, wer produziert hat. So sieht das aus. Und zum Abschluss gibt es dann hier noch die Infos, die Danksagung. Jawohl. Sehr schön. Dann packen wir das Booklet wieder zurück, wie gesagt, in diese Stecktasche. Dann haben wir auch wieder den Interpreten abgebildet. Und hier kommen wir dann zu den CDs. Wir haben zwei CDs. Einmal die hier.
Das ist die Album-CD. Die sieht so aus. Auch hier wieder das Cover aufgedruckt. Und dahinter ebenfalls. Und dann haben wir auf der rechten Seite noch eine zweite CD. Und das ist in diesem Fall dann die Instrumental-CD. Etwas abgewandelt hier der Aufdruck. Und darunter lesen wir dann Instrumentals. Jawohl. Und auch dahinter das gleiche Design. So, das Ganze im Digipack, wie gesagt. Dann haben wir eine Autogrammkarte. Die sieht so aus im Hochformat. Ferro hier mit orangenem Hoodie, einer gestreiften Hose, Nadelstreifhose und orangenen Schuhen. Ferro lesen wir hier Ferro 47 in Gold. Wobei, ihr könnt das hier sehen, die 47 ist hier in einem durch. Also 4er und 7er hier so fusioniert. Rückseite blank weiß. Jawohl. Ein Poster ist mit dabei. Und wie es scheint, ist das ja interessant gelöst. Es ist mehr oder weniger ein doppelseitiges Poster, aber das Ganze wurde nicht getrennt. Also wir haben hier auf der einen Seite das Cover des Albums im Hochformat und auf der anderen Seite hat man Ferro 47 hier in einem Ledersessel sitzend mit einem alten Telefon. Auf dem Tisch sehen wir hier eine Flasche Jack Daniels, ein paar Gläser und einen Aschenbecher mit einer Zigarre. Und wie gesagt, das Ganze ist hier so auseinander zu falten. Spannend. Also, wie man möchte, kann man dann sich entweder nur für diese Seite entscheiden, für die, oder man hängt das einfach so zusammen auf. Das habe ich in der Form ehrlich gesagt auch noch nie gesehen. Und die Rückseite ist blank weiß. Also, einmal im Querformat, einmal im Hochformat. Dann haben wir Sticker mit dabei. In diesem Fall 6 Stück. Also wir haben hier einen Stickerbogen und die sind hier, müssen wir mal schauen, ja, oh ja, die sind hier dann unterteilt. Bedeutet, man kann die hier wirklich einzeln ablösen und das sind hier diverse Cover der Singles. Also diese Sticker sind hier die Artworks, die Covers von den Singles, die vorab veröffentlicht wurden, wie zum Beispiel Schau mich an oder Nee, nee, nee. Und jedes Cover hat hier eben entsprechend einen Sticker bekommen. 6 Stück hier auf diesem Bogen. So sieht das aus. Jawohl. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch diesen hier. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist für mich eine absolute Premiere. Habe ich noch nie erlebt, dass so etwas in eine Box gepackt wurde. Das Ganze kommt in Luftpolsterfolie, also wurde hier gut verstaut. Finde ich gut, also hat man hier wirklich gut aufbewahrt und so sieht das dann aus. Wir haben hier einen nachgebauten Gold Award. Also wir erinnern uns, es gab ja auch mal sowas von Kollegah. Damals war das aber ja quasi die Box. Dieser Legacy Award war ja das ganze Ding und jetzt haben wir es tatsächlich mal so, dass eine kleinere Variante, also so ein Gold Award, hier in einer Box Platz findet. Also hier oben haben wir Ferro 47 abgebildet, der hier gerade am Rauchen ist. Dann haben wir hier eine goldene CD, Ferro 47 ja, und darunter lesen wir Gold Award verliehen an die 47 Army. Danke für den Support. Nicht schlecht. Also das Ganze ist dann hier mit so einer Glasscheibe entsprechend eingefasst. Wir haben hier einen schwarzen Rahmen und auf der Rückseite sieht das dann so aus wie so ein klassischer Bilderrahmen. Bedeutet, hier kann man dann entsprechend das Ganze fixieren und aufhängen. Und hier haben wir dann noch einen Sticker. Hier lesen wir Walter Design GmbH und Co. KG Herrenpfad Süd in Nettetal, Deutschland. Grüße gehen raus. Ja, also das ist echt mal was Gelungenes, muss ich ganz ehrlich sagen. Gerade für Fans, die sich jetzt diese Box geholt haben, die freuen sich sicher besonders, wenn sie das hier zu Hause dann aufhängen können. Nicht schlecht, also das kann man echt mal lassen und ist für mich auf jeden Fall neben dem Album das Highlight der Box. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal der eben gezeigte Gold Award. Dann haben wir die Sticker, 6 Stück an der Zahl. Die beiden Poster, einmal im Querformat und einmal im Hochformat. Die unterschriebene Autogrammkarte hier. Und natürlich das Album an sich im Digipack mit insgesamt 14 Tracks und 14 Instrumentals. Jawohl, das alles in
dieser wunderbaren Box 47 von Ferro 47. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Ferro 47 unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf.